Hallo, willkommen zu einem weiteren Part von Breath of the Wild. Ich bin der Train92MP und wir haben letztes Mal auf diesem Turm aufgehört. Und wir werden uns jetzt überlegen, ob wir uns die Gegner hier oder da vorknöpfen wollen. Na, das gucken wir mal. Erstmal lasst uns den Turm runtergehen, damit wir schauen können, wo wir dann gleich hingehen. So, runter vom Turm. Und runter. Und runter. Und geschafft. So, ich glaube, wir gehen erstmal hier lang. Und gucken mal, was uns hier halt erwartet. Ich hoffe halt ein paar Gegner, ein paar Waffen, ein paar Pfeile. Pfeile wären auch noch gut. Weil die brauchen wir ganz dringend. Sonst kriegen wir das nie auf die Reihe. Erst später im Spiel sind Pfeile kein Problem mehr. So, und wir schalten die ich einfach mal aus. So. Das hätten wir dann auch schon. Ich hoffe, wir kommen dann noch unbemerkt ran. Dann könnten wir noch was versuchen. Aber das müssen wir halt gucken. Ah, nee, ich habe die Bomben ja noch gar nicht. Schade. Dann heißt es so kämpfen. Ah, Gott. Ah, perfekt. Das war echt nicht schlecht. Der hat uns anscheinend nicht bemerkt. So. Oh Gott, das war Glück. Na komm, greif an. So, dich haben wir. Eins, zwei, drei. So. Tot. Jetzt bist du dran. Oh Gott. Ja, nee, nee. Das war nix. Tschüss. Wir können keine Waffen mehr tragen, das ist nicht gut. Au! Das geht gar nicht. Du gehörst abgeschlachtet. So. Das hätten wir geschafft. Mal gucken, was in dieser unglaublich, wahrscheinlich nutzlosen Truhe ist. Aber das werden wir gleich sehen. So. Da ist noch ein... Nein, ich wollte das nicht anzünden. So, da ist noch ein Item. Die Waffe bräuchten wir. Dann kann ich den Bockstock hier wegwerfen. So. Und dann holen wir uns mal die Truhe. So. Gucken, was es hier noch so zu holen gibt. So. Dann schauen wir mal. Ein Bernstein. Na dann. Gucken wir mal weiter. Oh oh. Vorsicht. Wir wollen nicht runterfallen. So, wollen wir jetzt zu dem Gebiet, was wir gerade gesehen haben? Ja, da wollen wir hin. Wir wollen die Gegner da vermöbeln. So, und im Eisgebiet können wir leider noch nicht lang. Da würden wir nur Leben verlieren. Außer ich würde jetzt einen Speedrun machen, den ich natürlich nicht beherrsche. Da merken wir es auch schon. Kalt. Eisig. Also wollen wir das nicht machen. Wir wollen erstmal nur die Gegner hier vernichten. So. Dann mal weiter. Wir lassen die Brücke erstmal oben, weil dann können die Gegner nichts machen. Wir können uns ganz in Ruhe um den Bogenschützen kümmern. Tschüss. Das war's dann mit dem Bogenschützen. Die Pflanzen holen wir uns gleich. So. Erstmal die Pfeile mitnehmen, weil die halt wichtig sind. Und die ganzen Ausdauerlinge und Pilze ist immer gut. Und jetzt holen wir uns noch die hier. Chilis. Sehr schick. So, weiter, 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 weiter. So. Dann schnappen wir uns die Gegner, würde ich sagen. So. Oh ja, werft Steine auf mich. Danke. Ich habe euch auch lieb. Aber ihr habt wahrscheinlich nicht genug Liebe von eurer Mama gekriegt. So. Oh nein, ist da ein Blauer dabei? Dann wird das jetzt ein bisschen fies. Trifft er uns einmal, sind wir nämlich tot. So, vorsichtig. Das wird uns nämlich auslöschen. So. Zack. Das war's dann auch mit dir. So. Gucken wir mal, was wir noch so erreichen können. So, hier ist der Blaue. Der wird schwer. Müssen wir aufpassen. Wunderbar. Wir haben ihn. So. Geh fliegen, Kollege. Kann ich mir hier erstmal die Truhe holen? Ein Bernstein, okay. Das ist ja nichts, das Ding.
Das ist ja nichts, was wir gebrauchen könnten. So. Da bist du. So, nochmal Flurry Rush. Hauen wir drauf. Bam, bam, bam. So, dieses Mal zerbricht uns der Boxstock auch nicht. Und wir holen uns das Soldatenschwert. Oh, er ist verbrannt. Gute Sache. Unser Glück. So, gucken wir, was wir hier oben noch finden, außer die Truhe. Noch eine Truhe. Schick. So. Holzpfeile, sehr schön. So langsam wird unser Pfeilvorrat aber richtig immens. Das ist auch gut so. Weil sonst könnten wir nämlich nichts reißen. Pfeile sind in Zelda nämlich unglaublich wichtig. So. Dann mal weiter im Text. So. Hier hoch. Und dann mal gucken. So, weiter, weiter, weiter. Jetzt dürfen wir nämlich den ganzen Weg zurücklaufen. Bis ganz da hinten irgendwo hin. Damit wir uns das holen können, was wir schon die ganze Zeit haben wollen. Oh, was haben wir denn da? Da wollen also noch mehr Leute auf die Fresse haben. Das können sie gerne haben. So, gucken wir mal, was wir hier machen können. Können wir die alle... Nee, ich habe leider noch nicht die Bomben, sonst wäre das halt kein Problem. So, aber... Ihr könnt die einfach mal ausschalten. So. Schnappt sich zwar jemand anders den Boxstock. Danke, du Arschloch. Aber, naja, mach mal. So, vernichten wir dich halt einfach. So wie es sich gehört. Oha. Danke für den neuen. Und du kannst auch fliegen gehen. So. Boom. Kaputt. Danke für das Grillwild. Können wir gut verwenden. So. Dann mal weiter. So, hier lang. Eine Eichel. Nee. So, wir haben es fast geschafft, hoffe ich. So, weiter, weiter. Ah, ich sehe die Zitadelle der Zeit schon wieder. Das ist schön. Da wollen wir nämlich auch hin. Oh, was sehe ich? Was sehen denn da meine Augen? Noch mehr. Na, für euch habe ich aber eine Überraschung. Da ich ja hier oben stehe, könnt ihr mich ja eh nicht sehen. Boom, Überraschung. Gib mir mal die Chilis. So, und weiter. Nächstes. So. Das hast du dir anders vorgestellt, wa? So, vernichten wir dich einfach. Mein Bockstock zerbricht gleich. Das schenke ich dir. So, das war's dann auch schon. Sehr schön. Wir sind halt einfach richtig gut. So, da ist nochmal ein Grillwild für uns. Und viele Pilze. Soll ich mir so ein... Ein Grillgeflügel, Ja, ich nehme mir so eine Bocklanze mal mit. Kann man ja immer mal verwenden. So, da unten ist noch was zum Wegsprengen. Aber da wollen wir noch nicht hin. Das Plateau haben wir noch nicht ganz erforscht. Und wir werden die Story erst machen, wenn wir das Plateau ganz erforscht haben. Weil, das ist das Schöne, solange man den gelben Punkt nicht aktiviert hat, verändert sich Tag und Nacht nicht. Und die Gegner beleben sich nicht wieder. Das heißt, wir können ganz in Ruhe erforschen. Die Gegner killen und dann den Turm aktivieren. So, dann mal schauen. Ja, danke. Das ist halt Kacke. So, jetzt hat er mich fast gesehen. Schön. So. Dann wollen wir mal schauen. Aha. So, die wollen mich also jetzt alle angreifen, okay. Ja, nee, ist klar. Du darfst mal gehen. Und jetzt trotzdem gehen. So, und du gibst mir mal den Boxstock. So. Wunderbar. Nix ist. Keine Chance. So, komm, 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 komm.
So, wir wollen den Flurry Rush machen. 1, 2, das dürfte es gewesen sein. So. Oh, hier gab es sogar eine Truhe. Sehr schön. So muss das sein. So. Dann nimm mal den Kram. Nimm das Grillwild. Und dann hoch. So, sehr schön. Was gibt's? Du kannst dich verpissen, Boxstock. Wir wollen den Wurfspeer haben. Da sind wir ganz scharf drauf. So, wunderschön. Und erstmal die Schwer... Oh Gott. Ach nee, ist der Boxschild. Dann tauschen wir den nochmal aus. Gegen den hier. So. Ah, das kriege ich noch nicht kaputt, oder? Und wenn wir schlau sind, können wir das jetzt schon kaputt machen. Das machen wir auch. Ich hoffe, das funktioniert. Ich denke aber schon, dass das funktioniert. So. Sehr schön. Dann schnappt ihr die Bienen. Kommt jetzt zu mir. Ja, leider. Müssen wir euch leider töten. So, kommt. Ja, genau. Macht lieber euren Honig, anstatt mich zu pieksen, Alter. So, hier ist eine Truhe und Ausdauerlinge. Sehr schön. Und wir haben sogar einen Ausdauerhonig gekriegt. Bombenpfeile. Das ist cool. Die können wir bestimmt nachher verwenden. So, dann lasst uns aber mal weitergehen. Wollen ja immerhin noch ein bisschen was schaffen. Na, wir haben schon ein bisschen was geschafft, aber noch mehr. Als nur rumzustehen. Hier ist eine Hütte. Mal gucken, was wir in der Hütte so finden. Was ist das denn? Guckt euch diese fette Taube an. So. Du hast mir bestimmt was... Geflügel. Ja, du warst gut genährt. Kann man wohl nicht anders sagen. So, Fackel. Nein, brauchen wir nicht. Wie sieht's mit der... die ist stärker. Verzieh dich. So. Die ist sogar stärker als unser Wurfspeer. Das ist schon ein bisschen traurig. So. Hier ist eine Axt. Das Ding ist schwach, aber wir brauchen es leider gleich. Also, auf Wiedersehen. Dich brauchen wir gleich. So, jetzt muss ich einmal gucken. Ach nee, stimmt, den Winterwams, den können wir uns ja erst holen, wenn ich das aktiviert habe. Genau. So, da ist noch so eine fette Taube. Nehmen wir uns das Geflügel ja auch noch mit. So. Dann wollen wir mal sagen, wir haben den größten Teil der Ebene erforscht, wo wir hin können, des Plateaus. Dann gehen wir jetzt zum gelben Punkt und fahren mit der Story fort. So. Renn, renn, renn. Jetzt dürfen wir nämlich noch den Weg zurücklaufen. So. Oh, ein Apfelbaum. Nehmen, krallen wir uns noch die Äpfel. Das wird hoffentlich nicht so lange dauern. Na, kletter da hoch, Link. Danke. So. Los, renn durch die Wildnis. Immerhin bist du doch ein wilder Bursche. Ich hätte Link ja gern Train 92MP genannt, aber da das in Breath of the Wild zum ersten Mal nicht ging, na, was soll man machen? Heißt er halt Link. Die da unten hatten wir schon besiegt, oder? Oder noch nicht? Ah, Ausdauer leer. Na, gucken wir uns das nochmal an. Ich glaube aber, die hatten wir schon. Ja, anscheinend. Da ist kein Bockblin mehr drauf. Oder Bokoblin. So, weiter. Schon wieder die Ausdauer leer. Oh, ich bin so doof. Ich bin so ein Spasti. So, weiter, weiter. Ja, die haben wir schon ausgeschaltet. Genauso wie die Truhe schon mitgenommen. Okay. Ha, ich bin so vergesslich. Ich habe das Spiel jetzt fünf Tage nicht mehr gespielt für die Aufnahme und habe schon vergessen, was wir im ersten Part gemacht haben. Traurig. So. So, weiter, weiter. Ah, da geht's endlich rein. Wir haben es geschafft. So, schön. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Bitte Chica-Stein einsetzen. Chica-Stein erkannt. Chica-Turm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Turm des Plateaus. Karteninformationen werden übertragen. Ui, jetzt haben wir endlich die Karte gekriegt. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Oha. Was wohl dieses Monster ist? Naja, wir können es uns alle denken, weil es ja schon gesagt wurde und viele das von euch schon gespielt haben. Natürlich ist es Calamity Ganon. Aber trotzdem. Den schnappen wir uns leider erst ganz am Ende des Let's Plays. Das heißt, das dauert noch eine ganze Weile, bis wir dahin gehen. Erstmal aber jetzt runter von diesem dämlichen Turm. Oha, der alte Sack kommt. Junge, Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Wirklich? Eine Stimme aus Richtung des Schlosses? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Ich verstehe schon. Das ist bedauerlich. Aber dieses unheilvolle Wabern rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Wir nennen es die Verheerung Ganon. Es ist nun 100 Jahre her, da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, einst stolzes Wahrzeichen des Königreichs. Und du? Du verspürst den Drang, zum Schloss zu gehen. Habe ich recht?
Das dachte ich mir. Leider wird da so schnell nichts raus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Aha. Wenn man allerdings wie ich ein Parasegel besitzt, sieht die Sache schon anders aus. Hohoho, ho, ho. Na gut. Aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Folge mir! Na, dann folgen wir den alten Knacker mal. Wo will er uns wohl hinbringen? So, aber er könnte mal ein bisschen Hinne machen. Immerhin verschwendet das ganz schön Zeit. So, hast du's bald mal? Siehst du das da vorn? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt? Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Du willst mein Parasegel haben, oder? Nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. So. Danke, du alter Knacker. Dann können wir jetzt endlich da hinten hingehen. So. Ah, guck mal unten rechts. Unsere Karte und unsere Leiste daneben hat sich verändert. Jetzt haben wir auch einen Tag- und Nachtzyklus. Das heißt, auch die Gegner werden sich bald wiederbeleben. So, dann lass uns das Plateau schneller zu Ende erforschen. Jetzt können wir nämlich auch alles erforschen. Und dann geht's ins Abenteuer. Aber erstmal gehen wir zu diesem Schrein. Ach ja, und schreibt mir in die Kommentare, wenn ich mir Epona per Amiibo holen soll. Dann mache ich das. Oder wenn ich Wildpferde fangen soll, dann mache ich das. Schreibt es in die Kommentare. So, oh, hier ist noch eine DLC-Truhe. Mit X für extra. Ein Rhodonit. Ob der uns was bringt? So, wir sind am Schrein. Aber was in diesem Schrein auf uns wartet und was wir darin tun müssen, das erfahren wir erst im nächsten Part. Ich danke hiermit fürs Zuschauen und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich danke für das Zuschauen bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern könnte oder welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wenn ihr mehr sehen möchtet, dann drückt doch einfach auf nächster Part oder auf die Playlist, um alles automatisch abspielen zu lassen. Sollte der nächste Part allerdings noch nicht online sein, dann drückt doch auf Vergiss nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich danke euch nochmals fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!